Oh, das ist der Alpha. Aber jetzt muss ich mich verpissen. Den schaffe ich noch nicht, nee. Au! Scheiße. Den kann ich noch nicht schaffen. Was machst denn du? Moin meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise im Land der Verbannten in Conan Exiles. Ja, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, also ich habe schon mal Waffen gebaut. Ja, die muss ich nur auch nehmen. hier, ich habe mir einmal diese Breitaxt geholt und einmal diesen Kolben. Ich weiß nicht, ob das der Kolben war, mit dem wir Gegner betäuben. Ich meine aber, dass der das ist. Über das Meer von Köpfen und Speeren hinweg sahen Conans Männer Amalriks Retter zwischen den fliehenden blutigen Ernten ein wilder Siegestaumel. Er erfüllte jeden einzelnen der Männer und verwandelte seinen Arm in Stahl. Natok, der Zauberer. Als Weiterentwicklung der primitiven Keulen gottesfürchtiger Barbaren aus unzivilisierten Gefilden hat der Streikkolben in einer Welt gerüsteter Krieger seinen festen Platz gefunden. Da er Knochen und Schädel ungeachtet der Rüstung eines Gegners zerschmettern kann, ist der Streitkolben die ideale Waffe im Kampf gegen schwer gepanzerte Feinde. Dieses Exemplar trägt einen Herkunftsnachweis und wurde aus schlichtem Eisen geschmiedet. Okay. Gut, das war er dann vielleicht nicht. Wir brauchen noch so eine Keule, ne? Mit der wir Leute keulen können. Ich hätte gedacht, dass das die Keule war, aber der Kolben war. Aber gut, da habe ich mich wohl vertan. Wo gab es denn jetzt hier Keulen? Schläger will ich auch nicht. Ach, wo gab es die denn noch? Es gab doch so schöne Keulen. Streitkolben. Sagt mir doch mal, welche Waffen noch mal zum Betäuben von Gegnern waren, wenn ihr das wisst. Ich meine, diese hier müssten das sonst sein, ne? Nein, aber das sind ja alles Kolben. Ich verstehe es gerade nicht. Also normalerweise ist es ja sowas hier wie die Steinkeule, ne? Da. Das zum Betäuben von Gegnern sehr sinnvoll, aber Steinkeule okay, ne? Wir wollen ja auch langsam mal an unsere ersten Thralls kommen. Ja, auf jeden Fall habe ich noch mehr vorbereitet. Das werden wir jetzt eben gemeinsam machen. Und zwar habe ich hier Polsterung hergestellt. Das heißt, wir können jetzt hier uns ein bisschen rüsten. So. Wieso sagt er mir denn, ich könne 5 von jedem herstellen, wenn ich nur 4 Polsterungen habe? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? So. Ja, da warten wir jetzt eben drauf. Mal ein bisschen Rüstung ist nicht verkehrt für das, was wir jetzt vorhaben. Wir wollen drüben, ganz am Anfang, wo wir in der letzten Staffel auch gewohnt haben oder unsere erste Base hatten, da wollen wir jetzt auch anfangen unsere ersten Thralls zu machen, ein bisschen üben auch mit dem Bogen. Wir haben Feinde, ne? Wir haben den, ich wollte doch noch den verbesserten Bogen bauen. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Konnte ich das noch nicht? Ne, da nicht, sondern hier beim Zimmermann, ne? Verbesserter Jagdbogen. Hm? Wieso hatte ich den denn noch nicht gebaut? Was brauche ich denn? Zwirn. Ja, haben wir. Haben wir irgendwo. Hier. Ich wollte den doch schon längst gebaut haben. Naja. Hier, schmeiß rüber. Und einen herstellen. Dann können wir den erstmal hier reinschmieden. Dann nehmen wir den verbesserten mit, ne? Und dann gehen wir rüber. Ganz easy und in Ruhe. Ah,
Ja, der Rooney hat mir schon ein paar gute Tipps gegeben, deswegen habe ich jetzt noch mal ein paar Waffen nachgecraftet. Ich hoffe, die sind etwas besser. Ich habe hier zum Beispiel dieses Kurzschwert, ne? Ja, ich möchte mir gerne gerade wegen Laufen über Nacht und so. Ja, wir müssen uns jetzt auch halt. Wieso habe ich denn schon wieder so viel Gepäck auf Tasche? Ist ja schrecklich. Pack dich doch mal leer, gute Frau. Also, erstmal muss er ja hier die ganze Scheiße anziehen, ne? So, dann habe ich Sachen. Oh Gott, ich habe gar nicht mal so viel. Ich habe viel zu viel. Gut, die Eisenaxt und das könnte ich noch mal eben reparieren. Ob es Nacht wird, ist egal. Wir gehen trotzdem rüber. Hier. Die reparieren, die reparieren. Da habe ich hier noch Tränke. Wir haben eine Fackel. Aber da kann ich in dem Spiel leider keine Rücksicht drauf nehmen. Hier kann man ja Nächte nicht wegschlafen, ne? So, guck mal hier, ey. Wie viel Eisen das kostet, die Dinger zu reparieren. Das ist ja Wahnsinn. So, aber ja, hier können wir keine Rücksicht drauf nehmen, ne? Ich würde gerne mal die Axt kurz antesten. Das brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt, sondern wir wollen eh kämpfen gehen. Das ist auch nur eine einhändige. Ich dachte, das wäre eine zweihändige. Ah, egal. So, komm mal her, du. Beim Gucken, was die Waffe so tut, ne? Ja, die tut schon was. Gut, gut. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß, ich bin noch nicht sehr schnell und ich muss unbedingt trinken. Warte mal. Wir wollten noch zusammen hier Attribute, ne? Stehvermögen, Beweglichkeit und Stärke. Das sind so die drei, die ich jetzt erstmal am häufigsten mache. Natürlich will ich auch noch ein bisschen Gewicht skillen. Da müssen wir lang. Und dann gehen wir rüber. Killen erstmal ein paar Dings hier, ne? Ein paar von den Steinnasen. Nee, wie heißen sie denn noch? Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Die komischen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Schildkrötenmäßigen halt. Ja, Cookie, halt die Klappe. So, jetzt sehen wir mal knapp nichts. Uhu. So, hier. Ah, jetzt hat er auch getrunken, aber den Trinkbeutel wollte ich auch noch eben auffüllen. Ja. Das ist geil, der Springer ins Wasser hilft uns beim Dingsen. Echt hier oben. Die Läger wollen wir mal eben machen. Ne? Wir wollen hier gucken wegen Dings. Hier, wie heißt der noch? Der hat auch einen Blutungsschaden, oder? Nee. Aber jetzt bin ich nicht mehr alleine hier. Meine Güte. So, einer kaputt. Zwei kaputt. Ja, was machen wir? Häuten, ne? Hier muss ich auch immer ein bisschen aufpassen, weil hier rennt manchmal auch dieser Boss rum. So.
Wo kommt denn hier einer? Ja, jetzt, komm doch her. Warum rennen die denn weg? Ich verstehe nicht. So, hier müssen wir einmal laden. So, der ist schon mal... Aua! Wo sind sie denn? Oh, ist das immer schön, wenn man nichts sieht. Na, jetzt kloppen die sich mit dem anderen Viech. Hey, komm mal her. So, alle kaputt. Oh, die Waffe ist echt nicht schlecht, ne? So, hast du irgendwas Gutes? Ja, die Knochenpfeile, die nimm mal mit, ne? So war das, genau. So, und du? Oh, Verbände, die nehme ich dir ab. Oh, ein paar Knochenpfeile sind auch gut. So, an dem Lager ist aber, glaube ich, nichts, ne? Hier gab es keine Dingens, ne? Nee. Was ich hier auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist Aloe. Weil da vorne haben wir zum Beispiel schon welches. So, gib mir die Sichel raus, nicht schon? So. Aloe ist echt sehr wichtig. So, jetzt wird es auch langsam wieder hell hier. So, hier die kleinen Bullis da, die sind ja voll easy, ne? Oh. Naja, lass ihn da erstmal kloppen. Oh, das ist der Alpha. Das ist der Alpha. Au, au, au. Da ist er. Aber jetzt muss ich mich verpissen. Den schaffe ich noch nicht, ne. Au. Au. Scheiße. Den kann ich noch nicht schaffen. Was machst denn du? Jetzt renn, 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 renn. Nein, nicht erwischen lassen. Erwischen lassen, ganz blöde. Oh. Also zwei Schläge und weg. Au, 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 weg! Meine Fresse! Lauf, 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 Mädel. Den schaffen wir. Ja, 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 ja. Lass sie nicht immer erwischen. So, komm, zwei Schläge braucht der Heini noch. Ja! Woo! Ja, das hat doch was gebracht. Es hat doch was. Warte, ich will deinen Kopf, Junge. Ach Mist. Ich möchte gerne deinen Kopf, mein Freund. Oh, leuchtende Essenz, schmackhaftes Fleisch. Aber deinen Kopf kriege ich wieder nicht, oder was? Na toll, kein Kopf. Super. Aber yo, wir haben einen Alpha besiegt. Wie geil ist das denn, bitte? So. So früh schon im Spiel. Ich meine, das war jetzt auch mutig, aber wow, cool. Was? Wer? Wieso? Ach du. Ach, jetzt kann ich euer Fell auch noch mitnehmen, ne? Also jetzt brauchen wir... Ach Quatsch, falsches Messer hier. Zack. Kein Kadaver, oder? Nein. Machst du da?
So. Sehr schön. Sehr schön hier. Aloe ist ganz wichtig, ne? Weil, wie ihr seht, ich habe schon nur noch 4 Tränke. Gut, aber wenn man sich mit dem da anlegt, ne? Und wenn man so einen Blödsinn macht und nicht ausweichen will. Leute, was ist los? Sterben ist angesagt, Leute. So. Naja. Es läuft ganz gut, ne? Ja, ja, wir wollen ja aufsteigen, ne? Das, darum geht es ja auch, ne? Das war ich aber nicht, Junge. Oder waren die doch zu dritt? Das kann natürlich auch sein. So, Aloe. So ein paar leckere Eier hier. So. So. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo das hier war. Oh, krass, ne? Ich hätte sowieso nie erwartet, dass ich den schon schlage. Hier sind ganz viele kleine. Die brauche ich jetzt aber nicht. Hier vorne ist so ein Onkel. Na. Das mit der Dings hat sich auch noch nicht gebessert, ne? Mit der Hitbox. Aber ja, lass uns mal hier weiter gucken. Ich meine, ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Großen jetzt schon platt kriege. Den Big Boss. Das ist blöd, ne? Jetzt hat er die doch getötet, da. Der kleine Schwächling. Ja, auf jeden Fall geht's hier mal weiter. Hier gab es doch irgendwo diese Story-Dings, Storyline mit den Geistern, die ich noch finden muss. Eine Raupe, ja, lass wir raupen. Naja, macht ihr die mal fertig da? Ja, danke, mein Freund, danke. Oh, ich habe noch keinen Helm, ne? Denn mit der Lederschürze. Und das will ich auch. Ja, und hier die Tierhaut nehme ich auch noch. Dann kann ich gleich schon mal gucken, was ich rausschmeißen werde. Ich habe natürlich nichts Essbares mitgenommen. Das war wieder total klug. Hat er die beide gekillt? Cool. Das sind aber schlechte Thralls. Na, die hätten mir mal was zu essen geben können hier. Ja, da wäre schon der erste welche gewesen, ne? Zerstörte Brücke erreicht, okay. Weiß ja nicht, was sich an der Story so alles mit dem letzten Updates geändert hat. Wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Ich habe doch nichts gemacht. Ich war das nicht. So. Aber er war es, ne? So.
Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo hier dieser Geisterpfad war. Naja, dann nehmen wollen wir ja natürlich als erstes folgen. Fangen so ziemlich vorne an, aber das müsste hier irgendwo gewesen sein. Spätestens bei den anderen Scrolls da drüben. Ich meine sogar, dass das hier gewesen war, aber okay. Ich kann mich täuschen. Und ich werde mich täuschen. So, dann gucken wir mal eben, was kann denn weg hier? Ja, finde ich noch genug von. Das kann raus. Ah, die könnte ich mal eben essen, ey. Wenigstens irgendwas zu essen im Ball ich habe. Pflanzenfasern kommen wir jetzt hier schneller, desto besser dran. So, was ist denn mit der Lederschürze? Die hat einen Rüstungswert von 2. So. Aus. Ei behalten wir. Rüstungsreparaturkit. Sprengdrüse ist mir auch erstmal noch egal, ne? Den kriegen wir genug noch von. Jo. Ach, Kollege. Ja, die Aloe ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wo war hier der Story Point? Ich meine, das war an dem ersten Camp da drüben, oder? Müsste. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz auswendig. Ich meine sogar, dass das hier so gewesen sein müsste. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist halt tatsächlich die Frage, ob es das noch so gibt nachher. Au, au, au. Knochen gebrochen. Na, nix da, die Anadeknochen. Ach ja, schon wieder kämpfen hier, schrecklich. Na komm her. Ach ja. Oh, du hast mal Fleisch hier, das ist ja geil. Getrocknetes Fleisch, sehr cool. Was hast du so mit? Nur die Dings hier. Wir haben noch eine Kiste hier. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir da? Waffenreparaturkit. Haserbett brauche ich jetzt nicht, aber keine so schlechte Ausbeute, nicht wahr? Die drei. So. Dann kann ich hier mal was essen. Perfekt. Naja, ruhig noch einen zweiten. Aber ne, hier müsste dieser Storypoint schon längst gewesen sein. Also mit diesen Geistern, aber irgendwie bin ich mir gerade ziemlich unsicher, ob es das noch gibt und das mich ein bisschen geändert wurde. Aber glaube ich nicht. Gucken noch mal weiter da vorne rum. Kommt auch gleich mal ein Cookie, das können wir dann auch mal killen. Also Aloe-Sachen können wir uns jetzt echt eine Menge machen und ich würde auch gleich mal welche anschmeißen. Upsi. Will doch gleich mal ein paar anschmeißen hier. 10 Stück, das reicht erstmal. 19, ja, die lassen wir jetzt in Ruhe. Hier ist nochmal Aloe. Ah ja, da ist ein Kollege, ja. Und schau. So, wollen wir mal gucken hier. Boah, wir sind echt schon gut, Leute. Wir sind echt schon gut. Also ganz anders als beim ersten Mal, ne? Wo ich mich noch echt angestellt habe. Ja, aber hier geht's nicht zur Story. Oh, ich liebe diese Streitaxt, die ist geil.
Die mit dem Speer. Oh, krass, ey. Die kann ja nichts. Jo, was hast denn du? Oh, ein neues Heute-Messer. Ja, das könnte ich gebrauchen. Kann ich das alte nachher wegschmeißen? Menschenfleisch will ich natürlich nicht. Bäh. Nee, nee. Habt ihr eine Kiste hier gehabt? Ich glaube nicht, ne? So, Steinpieke brauche ich auch nicht, aber die Hörner nehme ich euch noch ab. Ne, hier gab es auch keine Kiste. Aber hier war nicht Story. Hier war nicht Story. Nee, nee. Hier geht's jetzt raus aus dem Gebiet. Ich bin gerade echt überfragt ein bisschen, ne? Oh. Er tut mir leid, aber... Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wo ich falsch gucke. Was? Die sind schon wieder nachgespawnt? Aber in der Kiste wird noch nichts wieder drin sein. Nee, nee. Lass mal eben, ne? Boah, krass, ey. Den Dicken schon gemacht, ey. Da komme ich noch nicht drüber drauf klar, ne? Merkt da wohl. Ey, schon wieder? Alter, nee, jetzt habe ich keinen Bock auf dich. Nee, nee. Nee, einmal reicht. So, da oben sind auch noch welche. Ja, ja, lass mich Ruhe. Nee, einmal reicht, oder? Kommt der noch nach? Ne, der macht die Jungs da oben, aber der kommt mir auch noch nach. Der doof? Der dreht immer noch nicht ab, der Sack. Hier müssten die doch irgendwo gewesen sein. Wie oft spawnt er denn hier, ey, der Alpha? Ah. Jetzt sehe ich ihn wirklich nicht mehr, ne? Enemies approaching. Ah ja. Feinde voraus. Oh, ich liebe diese Axt. Alter, liebe ich sie. War das vielleicht doch weiter hier raus? Ich weiß es nicht mehr. So, hier hoch? Nee. Ich weiß, dass da vorne gleich noch so ein Alpha-Typ ist, ne? Ach ja. Ne, hier ist auch nichts, ne? Hä? Wo war das denn noch? Gibt's die gar nicht mehr, weil ich die schon gemacht habe oder was? Sehr Blödsinn, ne? Hm. Na, dann gehen wir da mal hoch, ne? Ich weiß zwar noch nicht, was das soll, aber irgendwas habe ich verpasst. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt so hochkam einfach, ne? Ich meine aber wohl. So, da gucken wir jetzt noch eben und dann, ah nee, das war die Stelle hier, ne? Ging's da hoch? Da ist die Straße, von der wir kommen, genau.
Guck mal hier. Irgendwie kamen wir doch da hoch. Ich weiß nur nicht mehr wie. Aber hier ist vorbei, oder? Hier kommen wir auch nicht mehr weg, ne? Nee. Ah, so lange nicht gespielt, dass ich mich kaum noch an irgendwas erinnere. Das ist ja krass. Nee, irgendwie muss es doch da hochgehen. Komm, mach mal Ausdauer voll. Trink dir einen Schluck. Ess was. Und dann gehen wir mal hier hoch, ne? Gucken, was uns hier erwartet. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. So. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Ja, siehst du, da vorne ist doch die Brücke. Hätten wir wahrscheinlich auch einfacher haben können, ne? Stimmt sogar. Mann. Ach ja, noch so einer. Und triffst du den denn nicht einfach mal? Hä? Und da ist auch noch einer. Also die Geistergeschichten gibt es auf jeden Fall noch, ne? Slave, know this as the road of refuge. Your people came to us as exiles, weary and harried. When we revealed ourselves, your people fell to their knees and worshipped us. In return, we fed and clothed you. But you came in untold numbers. We could not clothe you all, nor would we offer you of our water or our land. In time, this led to conflict, eventually to war. Though it caused us grief, we were forced to dominate you. Slaves to our whim, your treacherous species will never betray us again. So, fertig jetzt? Gut. Ja, komm her. So, kaputt. So, die brennende Wüste zu durchqueren. Ophirianisches Tagebuch 2. Brennende Wüste zu durchqueren war eine Belastungsaufgabe für die Disziplin. Wir schließen auf ein kleines Lager, das augenscheinlich verlassen war. Wir wollten nicht in einen Hinterhalt geraten und näherten uns vorsichtig der noch glühenden Holzkohle des Lagerfeuers. Aber wer immer vor uns dort gewesen war, hatte wohl seinen Weg fortgesetzt. Da wir leider keine Lebensmittel hatten, konnten wir nur in die Glut starren und von gebratenem Fleisch träumen. Zur Hebung der Stimmung erzählte ich meinen Gefährten von den wunderschönen Adelsdamen in Ophira. Braga verschränkte die Arme und sagte, ich würde zu viel reden und er sei ohnehin nicht interessiert. Ich bot ihm an, stattdessen über die Schafe meiner Heimat zu sprechen. Braga ist der Ansicht, wir sollten von hier aus nach Norden gehen, über die Brücke. Ich murmelte meine Zustimmung durch einen Mund voll eingeschlagener Zähne. Jawohl, jo. So, Braga. Brücke E, was? Ach, keine Ahnung. So, hier haben wir jetzt, ne? So, hier gehen sie den Weg weiter. Die sind aber schnell. So. Und dann stürzte diese Brücke ein. So, guck mal. Flöp, flöp, flöp. Kann ich das hier einfach was bauen? Weiß ich gar nicht. Habe ich meinen Bauhammer mit? Das habe ich ja auch noch nie probiert, ne? Hey, warte, warte, warte. Drei. Quatsch, wo habe ich denn denn? Da, sieben. Ne, hier kannst du, glaube ich, nichts bauen, ne? Ja, du brauchst ja auch Stützung, ne?
Ja, irgendwie, hier gab es noch einen Weg, ne? Okay, kümmern wir uns später nochmal drum. Auf jeden Fall haben wir die Story jetzt soweit geschafft. Also, was heißt die Story? Wir haben uns das Ganze hier mal angeguckt, ne? So, heile ich mal ein bisschen. Jetzt schon wieder Schmacht, ey. Die ist ja nur an Fressen, ist die ja nur. Moinsen. Hier sind wieder die beiden Kollegen. Ehrlich. Hier, so. Ah! Das habe ich das erste Mal erlebt, dass der explodiert. Verdammt. Er hat einen Trank verschwendet, ne? Und die spawnen aber echt relativ schnell nach, ne? So, wo geht's denn hier wieder runter? Irgendwo hier vorne muss doch auch wieder runtergehen. Hier ist Brücke. Wie kommst du hier normalerweise hoch, ne? Das ist ja mal die Frage hier. So, hier. Nö, auch nicht eigentlich. Ja, komm, hier. Was? Hier geht's lang. Nee. Ach, ist das alles verwirrend hier. Ich dachte wirklich, wir können hier so durch. Können wir auch. So, siehst du wohl. Ist das jetzt hier der Anfang, ne? Ach, ja. Jetzt haben wir ihn gefunden, Leute. War der doch weiter raus als die Brücke, verdammt. Da geht es nämlich weiter mit der Story, ne? Ja, und die bringen mich dann zur Brücke. Ja, ja, genau. Die bringen mich jetzt hier zur Brücke. So war das Spiel, ne? Quasi zeigen die mir hier den Weg, ne? Naja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, hier machen wir für heute Schluss. Hat mir viel Spaß gemacht hier mit dem Gemetzel. Wie gesagt, ich bin immer noch krass drauf, dass ich diesen Alpha da besiegt habe. Finde ich saugeil. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge heute auch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch interessiert, wie die Reise hier auf meinem Kanal so weitergeht, abonniert ihn euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Haut auf die Glocke, dann seid ihr mal up to date, was hier so passiert. Ja, und wenn ihr Lust habt, lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.